Ja, guten Morgen miteinander, liebe, wie sagt man, ICFlerinnen und ICFler. Ich freue mich, hier zu sein, bei euch dürfen ein paar Worte weiterzugeben. Ich habe ein Thema bekommen und habe gefunden, mal ich stelle mich dem. So wirst du wie Jesus. Das Thema hat mich zum einen fasziniert, zum anderen auch so ein kleines Fragen gebracht. Kannst du das heute noch sagen? So geht's. So wirst du wie Jesus. Heute sagt man doch, jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden. Und der eigene Weg ist mal so und mal so. Aber so? Da müssen wir nachdenken. Und zweitens, ja, sollen wir und wenn wir so werden wie Jesus? Viele sagen, ja, die Messlatte kannst du gerade vergessen, oder? Die ist viel zu hoch. Ich lasse gerade sein. Und es hat immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, ich bin Jesus. Bei denen hat man dann ein bisschen geschaut, ob es irgendwo eine Diagnose gibt, Richtung psychischer Erkrankung oder so irgendetwas. Als 20-Jähriger durfte ich ein paar Wochen hier im Pilatusmarkt, im Alten, das ist dort, wo Prodega jetzt war, dürfen arbeiten als Betreuer. Ich war ganz stolz, dass auf einem Arbeitsvertrag steht, Regalbetreuer. Und dort habe ich gearbeitet und nach wenigen Tagen schon die zwei Damen an der Infothek sagen so richtig mich, wo ich zu laufen komme, ah, schau da, der Jesus kommt wieder. Boah, wahnsinnig. Die haben etwas gespürt von meiner inneren Haltung. Ich habe noch gar nichts gesagt. Die haben etwas gespürt von dem, was ich offenbar ausstrahle. Ich habe aber mehr und mehr gemerkt und als ich dann einmal in den Spiegel geschaut habe, was die meinen. Der sieht so aus wie Jesus. Vielleicht so wie der, den wir hier auf dem Bild haben. Genau. In etwa so habe ich ausgesehen, deutlich mehr Haar. Hat Jesus gesagt, wir sollen so werden wie er? Hat er das wirklich gesagt? Man kann das durchaus sehen und wenn man die Evangelien liest, hat es ganz viele Hinweise. Da heisst zum Beispiel, nehmt mein Joch auf euch, lehret von mir. Wir sollen ihm folgen, auf dem Weg nachher folgen, hinten nachher laufen, könnte man ja auch sagen. Das eigene, und das ist für jeden etwas anderes, das eigene Kreuz auf sich nehmen, jünger werden. Und faszinierend ist ja dort, wo er sagt, ihr werdet Größeres tun, als so einen Feigenbaum zum Verdürren bringen. Ihr werdet Berg ins Meer versetzen. Wow. Wir sind doch ein bisschen bescheidener. Wir massen uns sicher nicht an, genau so wie Jesus zu werden. Vorsichtigerweise sagen wir ja dann gerne, Jesus ähnlicher werden. Weil die Messlatte eben offenbar ein bisschen hoch ist. Auch der Paulus redet davon, dass er sagt, sein Wissen über Jesus ist Stückwerk, das ist teilweise, das ist auf ein etwas. Er ist noch nicht am Ziel, aber er sei unterwegs. Er jage dem Ziel nach. Und ich muss euch heute Morgen gestehen, ich habe Freude, wenn ich in meinem Leben ein paar Hinweise, gewisse Gefühle von Jesus durfte Menschen weitergeben. Aber gefühlsmässig denke ich manchmal, wow, du hättest ja noch einiges tun können. Und auch wenn wir diesen schönen Film gesehen haben, sage ich immer wieder, dass so etwas wird, ist nicht mein Verdienst, sondern ich muss euch sagen, ich bin manchmal so daneben gestanden
und habe gestaunt, was Gott macht. Was Gott tut, Reto ist, so ein bisschen, ist ein bisschen unser Vorzeigebeispiel, oder? Ist da im Film auftreten. Und ich muss euch auch sagen, wir haben ganz, ganz viele Menschen erlebt, die es nicht geschafft haben. Menschen, die den Weg aus der Droge nicht geschafft haben, die heute noch kämpfen, das hat auch dazugehört. Als Bibeltext für das heutige Thema habe ich nicht einen grossen Glaubensheld gewählt, wo es ja so viele auch in der Bibel gibt, sondern ich habe ein einfaches Wort von Jesus gewählt, nämlich das, wo er über Kind redet, in Matthäus 18, 1 bis 5. Um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wer ist in der neuen Welt Gottes der Größte? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Meine Behauptung aufgrund von dem heute Morgen ist: Wer wie Jesus sein will, das soll wie ein Kind sein. Wenn ihr irgendetwas bewegen wollt in eurem Leben, dann werdet, ein bisschen paradox, klein und unbedeutend wie ein Kind. Vielleicht findet das jetzt einzelne von euch nicht wahnsinnig attraktiv. Und einige sagen vielleicht: Ja, das bin ich schon, klein und unbedeutend. Da kann ich nicht mehr beitragen. Jesus nimmt das Kind als Vorbild für, sagen wir, eine wünschenswerte Glaubenshaltung. Und das ist beachtlich. Das ist eigentlich ein Skandal, weil Kinder dann zumal wenig bedeutet haben. Die sind einfach da gewesen, aber die haben nicht so eine Bedeutung gehabt wie wir bei uns. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wow, oder? Das ist ein Projekt, das muss gut werden, das müssen wir fördern. Und ein Kind ist bei vielen Familien ganz fest im Mittelpunkt. Damals war das eine Art natürliches Rohmaterial, das man noch ein bisschen fördern musste, schleifen, erziehen, züchtigen, dass es wirklich langsam weiss, wie das Leben geht. Vielleicht nehmen andere das Wort von Jesus, werden wie die Kinder, vielleicht als Berechtigung wieder mal saublöd zu tun. Wieder mal richtig die Sau abzulassen. Zu streiten, zu pubertieren, Türen schletzen. Tut manchmal auch gut. Oder Lego-Türen bauen. Das kann ich jetzt übrigens wieder als Grossvater. Das ist ganz toll. Und die Brio-Bahn gefällt mir am besten. Hat Jesus echt damit gerechnet, wenn er das sagt und gewusst, dass Kinder auch stellen können und Urteile frech sein und egoistisch? Offenbar will Jesus einmal mehr ein einfaches Beispiel, eine Art Gleichnis, uns vor Augen führen. Eine weitere kleine Irritation in dem Text ist, dass er zu den Jüngern sagt: Ändert euer Denken. Ihr seid auf dem Holzweg. Die sind ja schon Nachfolger von Christus und er sagt ihnen: Kehrt um. Hallo. Also ich habe es gar nicht gerne, wenn mir als Christ jemand sagt: Du, da könntest du dich noch ein bisschen ändern. Da finde ich: Ja, ich bin doch schon weit, oder nicht? Das haben wir manchmal nicht so gern, aber Jesus muss seine Jünger da zurechtweisen. Die meisten Menschen aber wollen so nicht die Kindheit. Also wenn man so ein bisschen umfragt: Ja, willst du noch einmal Kind sein? Sagen viele: Ja, nein, eigentlich nicht. Und Pubertät ist dann ganz schwierig gewesen. Und nein, es ist gut, wie es ist. Und ich habe gemerkt, heute Morgen müsste ich
zum Jungbleiben weisse Turnschuhe anlegen. Das ist wirklich so das Zeichen, dass man mindestens noch jugendlich ist. Jung sein, das ist natürlich schon im Trend. Nicht unbedingt ein Kind, aber jung sein, das ist super. Das ist super. Alt sein ist nicht so trendy. Kulturen mit, ist noch interessant, Kulturen mit wenig alten Menschen, die ehren die Alten mit den grauen Haaren, oder? Die finden die super, was die geleistet haben in ihrem Leben und so weiter. Bei unserer Kultur, wo es ganz viele alte Leute hat, ist das Überalterung sind so Wörter, eine Alterslast, ein Altersschwemme, ein Kostenfaktor und aktuell auch noch Risikopersonen. Aber in der Bibel heißt im Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre, das ist die Übersetzung vom Luther, die gefällt mir da noch, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Noch interessant, der Psalmbeter, da ist es Mose, weckt uns und sagt, tu mal nachdenken über den Tod. Noch schwierig, wenn ich das so vielen jungen Menschen sage, als ich jung war, habe ich doch nicht über den Tod nachgedacht. Jetzt ist es schon ein bisschen näher. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das Nachdenken über das Lebensende könnte noch Einfluss haben auf das jetzige Leben, auf das Leben vor dem Tod. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und das gilt zu gestalten. Und ich, wenn ich so nachdenke, denke ich immer, es ist eigentlich gewaltig, dass Gott uns 50, 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre schenkt in dem riesigen Zeitspanne, wo man gar nicht weiss, wie viele Millionen das gegangen ist und noch geht. Wir dürfen eine kleine Zeitspanne Leben auf der Erde gestalten. Ist nicht super? Eben ja, ich sehe euch nicken. Dass wir dürfen jeden Tag gestalten, die 365 Tage sind nicht vorprogrammiert und wir müssen die abhocken, sondern wir dürfen die leben. Aber wie? Die lieben Jünger damals, die sind in einem Punkt auch noch so ein bisschen im Trend gewesen. Sie haben nämlich gefragt, wer ist echt der Grösste? Der Beste? Der Schönste? Ich weiß nicht was, alles noch. Das ist ja auch heute noch im Trend, oder? Wer ist der Schnellste, der Beste? Sind wieder dran mit Skifahren heute und so weiter. Wir wollen das messen. Man muss sich vorstellen, kurz vorher hat Jesus zweimal zu seinen Jüngern gesagt, Leute, ich sage jetzt euch etwas, es geht nicht mehr lang und ich werde einen grausamen Tod erleiden. Und die Jünger haben nichts anderes zu tun, als miteinander zu diskutieren, wer von ihnen, wer im Himmelreich denn einmal der Grösste sind. Ha, ha, ha. Ist das ein wichtiges Thema in diesem Moment? Eine wichtige Frage für sie offenbar, aber auch eine egoistische Frage. Immerhin, und das haben sie noch geschickt gemacht, sie haben Jesus gefragt, oder? Und fragen dürfen wir ja immer, wenn man die Antwort nicht scheucht. Und er lässt sich auf das ein. Das kann Jesus gerade nützen und kann ihnen sagen, liebe Freunde, ihr habt schlicht und einfach keine Ahnung. Ihr wisst nicht, um was es geht im Reich Gottes. Und er sagt als Antwort nicht eine Theorie, sondern er nimmt so ein Kind, das da irgendwie gerade rumsteht, in die Mitte und sagt, schaut das Kind an. Das ist ein Muster, das ist ein Beispiel, wie Leben könnte sein. Kommt von eurem höheren Ross runter, kommt auf die Stufe vom Kind, werdet wie Kind. Was heisst das? Wie meint er das? Was will er sagen? Was sind Eigenschaften von Kind? Und das werden wir doch anschauen miteinander. Ein erster Punkt. Kind lebt im Moment. Kinder sind sich bewusst, ich bin ein Kind, ich bin
noch nicht da, wo ich dann einmal einig darf sein und was könnte hingehen. Ich bin jetzt noch klein, aber ich werde langsam grösser. Sie sind sich ihrer Stellung gegenüber den Erwachsenen, gegenüber den Eltern bewusst. Vater und Mutter sind grösser, stärker, die wissen alles. Einmal noch am Anfang. Es geht nicht um Leistung. Das Kind weiss, ich habe nichts zu bieten, ich bin da und die Eltern schauen schon. Gott wünscht sich so Menschen, die das sagen können. Da bin ich und ich komme jetzt mit meinen Stärken und Schwächen, mit meinen schwierigen Seiten, mit meinem Tollen und ich darf einfach sein. Vor einiger Zeit habe ich unsere Enkeltochter, das ist sie zwar nicht, aber als kleines Kind habe ich dürfen den Shoppen gehen. Und es war wunderschön, hier zu sitzen und ihr den Shoppen zu geben. Und ich habe gedacht, ja, jetzt trinkt sie den und dann haut sie wieder ab. Und dann ist am Schluss, wo sie ausgetrunken hat, bleibt die einfach sitzen auf meiner Schoss. Und das hat mich unglaublich berührt. Ich habe plötzlich gemerkt, wir sind Tränen gekommen. Kommen wir fast heute noch. Wie die in einer Zufriedenheit, gefühlt die halbe Stunde, sind wahrscheinlich keine 5 Minuten gewesen, einfach da sitzt. So gesättigt, so zufrieden, so ein rundum Wohlfühlpaket habe ich auf meiner Schoss gehabt. Unglaublich schön. Und warum sind wir Tränen gekommen? Es hat mir irgendetwas ausgelöst von wow, wie das Kind einfach da ist und das genießt, einfach zu sein. Nicht gerade abzuhauen, sondern den Grossvater in dem Fall zu spüren und Frieden und Glückseligkeit hat aus ihrem Gesicht gestrahlt. Wenn ich das nur auch könnte, so im lieben Gott auf die Schoß sitzen und den Moment genießen. Stattdessen habe ich gemerkt, bin ich etwas am Umwirbeln. Und vielleicht ist ja auch etwas da bei mir ein bisschen hinten dran von dieser Frage, wer ist der Größte und wer hat etwas vorzuweisen? Ein zweiter Punkt, Kinder sind abhängig. Vermutlich ganz sicher kein Geschöpf auf dieser Erde ist abhängig von Erwachsenen, von den Eltern, weder so ein kleines Mönchli. Die meisten Tiere laufen kurz nach der Geburt schon um, das ist schon unglaublich. Ich habe ein bisschen gesucht, es gibt noch so ein Tier, das Känguru, das bleibt, also noch 6 Monate wird das umgedreht hier im Snöckli oder, vom Känguru. Ich habe aber gesehen, das hat schon einen Grund, oder? Das kommt viel zu früh auf die Welt, nach einer Schwangerschaft von 30 bis 50 Tagen. 50 Tage ist das da, das wäre gar nicht überlebensfähig. Das muss man umtragen. Ein Baby, ein Kleinkind, das muss man noch lange begleiten, hüten, tragen. Und so ein Kind will uns sagen, bitte hilf mir, bitte trag mich durch. Ich bin abhängig von euch Erwachsenen, ich brauche euch. Und wir alle sind eingeladen, so wie Kind zu werden. Unsere höhere Meinung vielleicht von uns selber aufzugeben und zu sagen, ich bin abhängig, ich bin hilfsbedürftig, auch wenn ich Tolles erreiche in meinem Leben, ich brauche den Gott. Gnade und Barmherzigkeit sind auch für mich wichtig. Wir sind abhängig von dem grossen Schöpfer über uns. Ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, Kinder sind liebeshungrig. Kinder haben Anspruch auf die Liebe der Eltern. Man weiss, wie wichtig es ist, gerade die ersten Jahre, dass Kinder in dieser symbiotischen Phase Mutter haben, Vater haben. Sie lassen sich von der Liebe der Eltern verwöhnen und durchtragen. Sie wissen, wo sie dazugehören, wo sie daheim sind. Jesus nimmt da an anderer Stelle das ältere Kindverhältnis auf. In Matthäus 7, 9 bis 11
heißt da, würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde es ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr wird euer Vater geben? Kind, sauget die Liebe von den Eltern auf. Sie gedeihen am besten in einer Atmosphäre vom Angenommensein, vom Gemeintsein. Und vielleicht erlaubt ihr mir da schnell ganz einen kleinen Exkurs machen. Ich gratuliere am heutigen Morgen allen Müttern, die sagen, und ich bleibe jetzt einfach mindestens in der Anfangsphase beim neugeborenen Kind. Ich weiss, es ist nicht so im Trend, aber ich habe gerade letzte wieder ein Ehepaar erlebt, wo Mutter gesagt hat, ich will einfach gerade wieder arbeiten. Und irgendwie, ich verstehe es und ich finde, ich bin nicht einer, der sagt, Frauen bleiben daheim am Herd. Aber es gibt, und es ist ja eigentlich eine kleine Phase im Leben, wo die Kinder die Eltern brauchen. Und schauen, wo es geht, einfach auch Vater und Mutter zu schauen, wie können wir die Kinderbetreuung wahrnehmen. Weil Kinder in der allerersten Phase brauchen sie vor allem Liebe und sie brauchen den Boden. Und das ist ganz wichtig. Ich habe so viele Menschen, gerade in der Drogentherapie, die mir einmal die Lebensgeschichte erzählt haben. Und bei ganz vielen merkst du, das fehlt. Da sind Menschen weggegeben worden nach einem halben Jahr. Wir können nichts anfangen mit dem Kind. Es soll zu einer Pflegefamilie. Jemand hat mal gesagt, ich hätte am liebsten mein Kind in den Container geschossen. Ganz traurige Geschichten. Und das ist nicht mehr aufhaltbar. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn in der ersten Zeit so viel kaputt geht. Es war ein kleiner Exkurs an die Väter und Mütter hier innen. Oder deren, die es noch werden wollen. Vierter Punkt, Kind vertraut. Ich habe hier ein Bild von einer Frau mit, genau, die hat Jahrgang 21. Jahrgang 21. Aber es ist das vorherige Jahrhundert. Und ich habe vor einer Woche, als ich bei ihnen war, habe ich gefragt, du, ich habe hier eine Predigt über Werdet wie die Kinder, was sagst du als bald 100-jährige Frau dazu? Ich darf ihr du sagen, weil sie ist meine Mutter. Und interessant ist, sie hat einen kurzen Moment studiert und hat gerade von einem Bild erzählt, hat gesagt, ein Kind, das geht auf einer Mauer rauf und der Papa steht unten und das kumpelt einfach runter in die Arme vom Vater oder von der Mutter. Und das hat sie weiter gesagt, als Erwachsene merke ich, kann ich das immer wieder müssen lernen. Das ist nicht einfach da, das kindliche Vertrauen. Und wir müssen es uns von Gott erbitten. Habe ich gemerkt, meine Mutter hat gerade meine Predigt gemacht. Wer so wie Jesus sein will, der soll wie ein Kind werden. Von Kind können wir lernen. Vielleicht geht ihr jetzt heim und sagt, okay, ich muss wie ein Kind werden. Probieren wir das einmal. Schöne ist noch das Wort werden, das hier gebraucht wird in der Bibel. Ginomai heisst das auf Griechisch und das heisst geboren werden, es komme zustande oder werde erfüllt oder es geschehe. Finde ich noch schön, es ist eher ein bisschen passiv. Es werde, oder? Geboren werden, das passiert einfach. Das heisst also, müsst nicht stressen, müsst nicht erkrampfen, sondern lasst es euch schenken. Werdet in die Haltung vom Kindsein hineingeboren. Das entzieht sich unserer Machbarkeit. Die kindliche Haltung soll wachsen und darf sich entwickeln. Wir beten darum, dass wir das von Jesus selber geschenkt dürfen bekommen. Wer wie Jesus sein möchte,
soll wie ein Kind werden, sagen wir heute Morgen. Und es ist ja noch interessant, er selber, Gott selber, ist den Weg gegangen. Es hat Gott gefallen, als kleines Baby auf die Welt zu kommen. Und jede Weihnachten gibt es wieder den Jö-Effekt von dem Kindli in der Krippe. Es ist ja nicht wirklich zwingend, dass Gott sich den Menschen als Baby nähert. Also er hätte gut können als gescheiter Jüngling das erste Mal auftreten hier in der Bibel und uns als so jemand entgegentreten. Wir Menschen sind ja auch noch gescheit oder meinen es wenigstens und so könnte man mit ihm gerade von Anfang an vernünftig reden. Nein, Gott hat sich entschieden, sich als verletzliches Baby dieser Welt zu zeigen, kommt im dreckigen Stall zum Mensch. Und ich glaube, gerade das ist bereits ein Signal von dem, wie Gott ist, wie er zu uns Menschen kommt. Und es ist eben nicht so, wie die Militär kommt da in Myanmar im Moment, wo Unterdrückungsinstrument braucht und Macht demonstriert. Jesus kommt in Schwachheit, Verletzlichkeit, aber mit einer fantastischen Liebesbotschaft zu uns. Er ist als Kind gekommen, er hat Kind wertgeschätzt und sie mitgestellt, als Beispiel, als Gleichnis und als Antwort auf die Frage der Jünger, wer ist denn einmal der Größte? Jesus hat wahrscheinlich gedacht, oh, die Menschen, denen geht es immer wieder um die Frage, wer ist der Größte? Also okay, halt, ich lasse euch das, aber ich sage nicht, wie das geht. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Kommen wir langsam zum Schluss. Die Botschaft, die da drinnen steckt, sind so wie zwei Stossrichtungen. Die erste, die Haltung, die wir uns als Nachfolger dürfen schenken lassen. Kind lebt im Moment. Am Anfang war ein Lied, in deinen Armen, in deinen Armen dürfen wir sein. Kinder leben im Moment, geniessen den Moment. Kinder sind abhängig. Kinder sind liebeshungrig. Kinder vertrauen. Und vielleicht kannst du da statt Kind deinen Namen einsetzen und ein Fragezeichen machen. Lebe ich den Moment? Bin ich abhängig von Christus? Bin ich liebeshungrig? Kann ich ihm vertrauen? Und das Zweite, und das wäre wieder eine eigene Predigt, wenn wir so ein Kind oder einen hilfsbedürftigen Mensch aufnehmen, dann nehmen wir Christus auf. Das ist ein zentraler Punkt im Parteiprogramm von Jesus. Die Umkehr der menschlichen Werte. In seinem Reich gelten andere Leitlinien, nicht der Größte ist auf dem Podest, das Oberste ist. Bei ihm gilt, Letzte sind Erste, Diener statt König, Klein statt Gross, Vertrauen statt Macht, Kind statt Grössenwahnsinn. Wie Jesus werden, heisst für mich, täglich Gott bitten, dass ich das kindlich die kindlich vertrauensvolle Haltung darf einnehmen. Mit Gottes Hilfe und seinem Geist werde ich am Ende, und das hoffe ich von meinem Leben, können sagen, Gott hat aus mir das dürfen machen, können machen, sollen machen, was er von Anfang an gemeint hat. Du kannst dich fragen, hast du so eine Kindbeziehung? Bist du in dieser Kinderhaltung? Frag doch Jesus, wie möchte er
dich haben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in Jesus gekommen bist und dass du so Bilder uns gebracht hast. Wir sind so froh um so einfache, klare, verständliche Bilder. Wir sollen werden wie Kinder. Und du siehst, wie wir manchmal kindisch tun, aber nicht in dieser Haltung sind von der Kindschaft dir gegenüber. Danke, dass du uns gern hast. Danke, dass wir dürfen bei dir auf den Schoß sitzen und einfach geniessen, dass du bist. Nichts müssen leisten, nichts müssen bringen. Schenke uns immer wieder das Bewusstsein von der Abhängigkeit. Wir sind abhängig von dir. Mit dir und durch dich dürfen wir leben. Und schenke uns immer wieder das Vertrauen, wo wir einfach auf einer Mauer runterstehen und vielleicht Angst haben. Und du stehst parat und fangst uns auf in deinen Armen. Und zeig uns, Herr, wo wir gefragt sind, auch Menschen, Kinder, wer auch immer, aufzunehmen. Aufzunehmen, anzunehmen, zum Armen, was dran ist in unserer Umgebung. Hilf uns, da Augen zu haben, deine Augen zu haben. Danke, dass du mit jedem Einzelnen bist, in seinem Suchen nach Sinn, in seinem Suchen nach dir, in seinem Suchen nach dem Sinn vom Leben. Danke, dass du bist. Amen.